Oh, nach den Rückschlägen in Europa hat uns die GDI mit ihren Ionenwerfern beim Wiederaufbau doch sehr behindert. Und jetzt haben sie die nächste Ablenkstation in Nordafrika gebaut. Mit ihren wenigen Truppen müssen sie die Kommunikationszentrale ausschalten oder Afrika ist für uns verloren. War das die Mission, wo ich das gemacht habe? Nee. Ich schau mal kurz. Definitiv nicht. Oh, schön. Oh, nein, ich verwechsel die Mission gerade völlig. Nein. Hust, hust. Egal, ich erkunde erstmal die Gegend schneller weg. Also die Basis ist wohl definitiv da oben. Ah, ich liebe immer, dass die KI nicht zurückschießt. Wo ist denn die Ablenkstation? Gott! Gerade eine Idee. Ich weiß nicht, die Frage, ob die auch funktioniert. Also erstmal erkunde ich hier alles. Brumm, 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 brumm. Ich hoffe einfach mal, die bauen keine Einheiten, wenn nicht, muss ich wohl gleich neu starten, weil vermutlich gerade im Moment eine gigantische Armee aufbauen. Und naja, das ist dann eher suboptimal, sage ich jetzt mal. Das funktioniert auch nicht. Warum will ich jetzt unbedingt einen Vollgasmodus schaffen? Ich weiß es mal wieder nicht. Oh Gott. Erstaunlicherweise wurde mein Tarnpanzer noch nicht enttarnt. Ah, ich weiß zumindest, wo ich hin muss. Weiter? Oh. Ja, ist auch nicht so, als ob... Genau die Einheit, wo ich gebraucht habe, rennt natürlich fürs Erste in den Tod. Es ist doch. Warum bist du schon wieder so kaputt? Das funktioniert nie, was ich vorhabe. Nie. Also auf geht's. Ja, und erstaunlicherweise habe ich es sogar geschafft. So, macht bitte die Mission, Jungs. Also dann nicht irgendwie hier platt machen, dafür haben wir gar keine Zeit. Und kriegen dafür noch Punkte. So, damit werden die offiziellen Add-on-Missionen abgeschlossen. Bleiben nur noch die Spezialaufträge. Hört den Helikopter auch überhaupt nicht nachts? Nein. Nachts ist dunkel, deswegen hört man den Helikopter nicht. Und sehen tut man ja eh nicht. Nein, die hören die alle nur, deswegen schießen. Die GDI bereitet einen schweren Angriff auf uns vor. Infiltrieren Sie die Basis in einer Kommandooperation und entwenden Sie Nuklearmaterial. Die benötigten Komponenten befinden sich in einer Kiste. Als Ablenkungsmanöver sollte das Dorf westlich des Ziels angreifen. Verstärkungen sind eingetroffen. Und ich erinnere mich an diese Mission, dass die damals etwas länger gedauert hat. Verstärkungen sind eingetroffen. Gott. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Ich fasse euch mal mit. Ihr seid 4, 3, 1, 2, 3, 4. Gut. Oh, wie ging die wieder? Aber die war, glaube ich, riesengroß. Gut.
Okay, wir mähen als erstes mal die Infanterie weg. Infanterie, tschüss. Aber wir kriegen wenigstens mehr Einheiten als in den meisten Missionen der Addon-Kampagne. Ja, also die Konsolenvarianten sind da deutlich spendabler, muss ich sagen. Oh Gott, jetzt muss ich die alle über die Brücke fahren. Oder laufen. Im Falle der Artillerie. Artilleristen laufen prinzipiell, ja. Hallo, schieß du mal! Was machst du da? Du kriegst sie. Oh, ich glaube es einfach nicht. Dem mehr geht's echt nicht mehr. Das wird eine schwierige Mission, ja. Warum wohl? Weil die KI so intelligent ist, ja. Ich hasse Flammenwerfer. Absolut. Selbst Flammenpanzer sind, naja, besser als Flammenwerfer, ja. Sie halten mehr aus und killen sich nicht. Doch, sie killen sich ja gegenseitig. Das ist ja das Schlimme. So, wo ging's da wieder lang? Ich weiß es nicht mehr. Es ist so lange her. Irgendwo da stehen, glaube ich, noch ein Panzer rum. Pfui. Okay, ich hab gerade beschlossen, dass ihr alleine geht. Nein, verpiss dich. Ich bin nur einer. Geh weg, das ist unfair. Nein, jetzt wegfahren, ja. Was? Jetzt wegfahren? Was, du Feigling? Komm, Felix, her. Ich hab mich auch gestellt, tapfer. Eins gegen eins, komm. Ich meine, zwei Flammenpanzer machen wir jetzt eins gegen eins. Feiges Schwein, du Feiges. Sicher, ich weiß nämlich immer noch nicht, wo ich lang muss. Ja, irgendwo im Oben war ein Pass, das weiß ich noch. Also das Dorf muss er vernichten, da hinten konnte man mit Artillerie auf die Basis schießen, glaube ich, und da ging es hoch zum Pass, wo mal allerdings, glaube ich, Mammutpanzer da zwischendrin standen. So grob erinnere ich mich noch. Die habe ich nicht so gern gespielt wie die GDI-Mission. Also unter anderem, da ist Panzer, da ist Infanterie. Ja, dann war eben da der Pass, irgendwo da oben auf jeden Fall. Ach, die GDI-Version war besser, da konnte man Mammuts bauen. Und wenn man Mammuts bauen kann, hat man eh gewonnen. Denn Mammuts sind überpowered hoch 10. Kann man gar nicht verlieren mit Mammuts. Außer man ist die KI dann, aber... Und ich sicher wieder mal ziemlich oft. Ich glaube, ich bin dann immer nur das, was ich gerade wirklich brauche. War da noch irgendwas? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Hab mal eigentlich vor. An die Front, Männers! Was war denn da oben? Krankenhaus. Ja, genau. Ich erinnere mich noch. Ich hab's erahnt. Das da unten drüben machen wir erst nachher platt. Wow, in den normalen Türmen richten die ja richtig was aus. Ich bin positiv überrascht. Und vielleicht war die Mission doch gar nicht so anspruchsvoll, wie ich gedacht habe, wie ich es in Erinnerung habe. Gut, ich war auch noch recht klein, als ich die damals gespielt habe. Und ich hatte auch noch nicht die Addon-Mission gespielt. Die sind ja im Vergleich zu den Konsolenvarianten. Boah. Hölle. Brech mir das Genick, du. Euch ziehe ich dann, glaube ich, darüber. Da war ein Panzer, ne? Aber da hinten waren dann Mammuts. Gott, ich weiß es nicht mehr so verdammt grob. Nee, ihr nicht.
Ich weiß gar nicht, war da hinten noch Einheiten? Ah, ich weiß es nicht mehr. Es ist so lange her. Ah nein, da war eine Brücke. Ah, ja genau, da war eine Brücke, da ging es rüber und da hinten konnte man irgendwas bei den GI kaputt schießen. Ich weiß noch nicht mehr was. Ich glaube, es war ein Kraftwerk oder so, dann hatten die keinen Strom mehr. Oh, guck mal. Flammenwerfer wollen sich gegenseitig anzünden, hey. Das sind aber verdammt heiße Typen, das muss man sagen. Wo war denn da? Schauen wir erstmal, ob da noch, doch noch irgendwas ist, das ich vergessen habe. Oh, guck mal! Ein Raketenwerferturm! Nein, der wirft ja angeblich Schallwellen. Er wirft die Schallwellen. Er schießt sie nicht, er wirft sie. Genau, da waren die Kraftwerke und da war dann noch eine Mauer, glaube ich. Ja, genau, da war dann ein Fluss. Gut, dass da keine Kanonenboote drin sind. Ha, ha, Kanonenboote. Ich hätte da noch Kanonenboote reingesetzt. Wenn ich der Level-Designer gewesen wäre, ich hätte da Kanonenboote reingesetzt, den kompletten Fluss über. So, ihr macht mal diesen Panzer da platt. Glaube ich. Das sollte ja kein Problem für euch darstellen, vor allem weil die noch viel mächtiger sind als sie überhaupt schon sind. Wir sichern nochmal. Und ihr habt sie schon kaputt gemacht? Seit wann habt ihr so viel Durchschlagskraft? Bin ich für das Ding. Na, das kann ich mir jetzt gar nicht erinnern. Also, achso, dann ging es da zu den Mammuts, glaube ich. Oder da waren Mammuts, ne? Schauen wir mal, ob ich recht habe. Oh oh, fahr doch mal weg. Nein, mit Türme? Ich könnte schwören, da waren Mammuts. Oh, die fahren da hinten rum. Achso. Ich habe doch gewusst, da sind auch irgendwo Mammuts. Hab ich es denn gesagt? Das sind Mammuts? Einsatzziel. Erreicht. Ja, und jetzt das Standard. Ende des Verlaufs. Und das tun wir auch in 60 Minuten. So, gewonnen hat. Yeah, stylisch mit meinem Panzer, den ich überhaupt nicht hatte. So, wieder ordentlich Punkte. Kein Geld. Oh. Und natürlich wieder mal äußerst effizient. So, auch wenn ich die Schwerter in Erinnerung hat. Egal. Wir machen direkt weiter mit dem Spezialauftrag 2. Hier, Wüstendorf. Wirklich dasselbe Video wie bei dem Walddorf. Die GDI, übrigens klein geschrieben, warum immer, unterhält in diesem Gebiet ein Gefangenenlager, das von dem nahegelegenen Dorf aus versorgt wird. Zerstören Sie das Dorf und die GDI-Basis. Befreien Sie möglichst alle Gefangenen. Die Kommandooperation hat uns zur Nuklearmacht werden lassen. Nichts kann uns mehr aufhalten. Ja, das passiert dann auf der ersten Mission. Und warum ist die Rechtschreibung da so beschissen? Und war das klug hier aufzubauen? Ich glaube, ja, warte mal, da war. Irgendwo da war, auf jeden Fall, da war es, ne? Ja, GDI hat hier natürlich mal wieder alles, ne? Also Ionenwerfer, Luftangriff. Und sie können Kommandobots in der Mission bauen, was ich höllenunfair finde. Denn ich kann das in keiner Mission. Was ist das für eine Cheaterei? Warum kann ich nie... Oh, ich sollte vielleicht das Ding mal platzieren. Und wir bauen gleich eine Raffinerie. Und werden da irgendwo unsere Obelisken aufbauen. Des Weiteren stehen überall in der Gegend noch so Raketentürme rum. Und hinten rechts hier ist ein Dorf, wo sich ein Bauhof befindet, der GDI. Den werde ich mir später mal holen. Natürlich werde ich mir den holen, da kann ich richtige Panzer bauen. Nicht nur so Spielzeugdinger.
Und gleich noch eine. Wir brauchen Kohlen. Dann bleiben nach der nur noch zwei. Ja, ich denke, heute werde ich es vielleicht noch durchschaffen. Mal schauen. Bau. Er hat da voll fett krass Baum, was? Und gleich noch eine Raffinerie daneben. Und wir bauen als nächstes das Flugfeld. Glaube ich. Ist es eine gute Idee, das Flugfeld zu bauen? Ich weiß es direkt gar nicht. Danach muss ich auf jeden Fall Sunsec dann aufbauen. Oh, ich brauche noch dringend Luftabwehr. Ob die wohl da hinten hinfliegen, wenn ich da Infanterie hinstelle? Oh, ich weiß es gar nicht mehr. Ihr fahrt mal hoch, weil... So, meine Basisverteidigung steht. Jetzt kann ich ja meine... Achso, du fährst da gerade raus. Ich habe gedacht, du fährst da, willst jetzt auch da reinfahren in dieselbe Raffinerie. Machen sie das nicht gern. Aber bevor wir da uns den Bauhof holen, brauchen wir einen Panzer, denn da steht ein Mammut. Und da wir den erstmal behalten wollen, um zu schauen, ob wir da Mammuts jetzt noch bauen können. Ich weiß es gar nicht mehr. Kommt man auf N64 Mammuts bauen? Keine Ahnung. Blütenbaum. Sieht nicht aus wie ein Blütenbaum. Sieht ja aus wie ein Baum ohne Äste. Ohne Äste. Ohne Laub meine ich. Äste hat er ja. Ja, gehst du jetzt mal sammeln oder was? Och, ich weiß nicht. Vielleicht bleibe ich noch ein bisschen stehen. Und wir bauen gleich einen Notmod zum Erkunden. Und, ach, ich liebe die Spezialmission. Da hat man Geld. Geld, ja, versteht ihr? Geld. Es ist jetzt so, dass man da erst 2 Stunden lang spielen muss.